Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf unserem Kanal. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten und auch schöne Feiertage. Ich habe mir gedacht, ich fange mal mit einem alten Spiel an, das so ein bisschen für mich der Nachfolger von Blair Witch ist, wobei das Spiel schon weit vor Blair Witch draußen war. Wobei die Entwickler auch bei Blair Witch mit involviert waren. Wie und was und überhaupt. Ich bin gespannt, was uns da alles so ein bisschen erwartet. Bevor wir loslegen, lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir freuen uns über jede Unterstützung, die wir bekommen können. Und nicht viel Gelaber, wir springen gleich rein. Und ich bin echt gespannt, was uns hier so erwartet. I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Finish it. Ich habe das Spiel vor langer, langer Zeit mal in einem Let's Play auch mal angeschaut. Und es gab es gerade aktuell günstig im Steam Store. Deswegen habe ich gedacht, ich probiere das einfach mal. Selber mich zu gruseln. Bin mal gespannt, wie die Atmosphäre rüberkommt. Okay, es gibt viel zu lesen. Triumph eines Künstlers. Künstlers, Galerieeröffnung bringt Kritiker zum Staunen. Manche nennen ihn den neuen Caravaggio. Andere vergleichen ihn mit Van Eyck. Ein von Ehrfurcht ergriffener Kritiker, der nicht namentlich genannt werden will, ging sogar so weit, sich auf den Geist des großen Leonardo zu berufen. Egal wie sie es ausdrücken wollen, die Ausstellung war ein durchschlagender Erfolg. Der ausgeprägte Stil von ist für seine einzigartige Mischung von Renaissance-Einflüssen sowie fortschrittlichen Techniken gepriesen worden. Der Künstler selbst besucht die Veranstaltung gemeinsam mit seiner hinreißenden Verlobten, atemberaubend auszusehen in ihrem schwarzen Abendkleid. Enthüllte für uns exklusiv, dass das Paar tatsächlich bald Nachwuchs erwartet. Auf die Information habe ich seit Jahren gewartet. So, kann ich das Bild drehen? Nein? Ey, Tür, bleib offen. Oh, Schubladen können wir hier auch aufmachen. Oh, ich glaube, das wird... Ist da noch mal eine? Ja. Dominosteine. Komm, lass uns spielen. Okay, so. Mein Herr, ich habe Ihre Werkstatt wie gewünscht nicht angerührt. Wobei ich mir nicht vorstellen möchte, was für ein Chaos darin herrscht. Wenn Sie sich wirklich so sehr um den Zustand des Raumes sorgen, sollten Sie vielleicht besser darauf achten, wo Sie Ihre Schlüssel liegen lassen. Ich habe sie zurück in Ihr Büro gebracht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Okay, Keller. Ich glaube, ich gehe erstmal. Ich suche mich erstmal. Ich schaue mich hier um. Ich kann mich nicht ducken, ich kann nicht sprinten, ich kann einfach nur laufen. Ein Hundehalsband. Okay. Was gibt's hier Schönes? Ja, noch. Kann ich hier irgendwas mit anfangen? Nö, wa? Einfach alles aufmachen. Ich mache hier ein bisschen Unordnung. Eigentlich hasse ich es, wenn Türen offen sind. Ich würde die am liebsten immer zumachen. Schönes Bild. Ah. Was haben wir hier? Dachte mir schon, dass du die ganze Nacht wach bleibst. Also habe ich dir eine kleine Leckerei gemacht.
Weißt du, ich bin ja selbst ein Rembrandt, hat ab und zu eine Pause vom Brillantsein gemacht und wie der Rest von uns gewöhnlichen Pack einfach geschnarcht. Ich weiß schon, Japs. In anderen Worten, geh endlich mal schlafen, du Trottel. Ich liebe dich. Ja. Können wir hier noch? Nein, da waren wir schon. Okay, was haben wir hier? Dunkel. Gibt's hier Licht oder so? Ja. Cool. Und was sehen wir hier? Nichts. So, schauen wir mal hier. Oh, das Badezimmer. Aha. Oh, noch mehr Licht. Ah, schön. Achillesprothesen. Eine Mal Unterknieprothese. Wie zum Teufel konnten die bloß die Länge versauen? Geil. Kann man hier. Ah. Oh, sehr schön. Und wir haben kein Spiegelbild, okay? Gut, hier ist nichts. Hier kommt. Alter. Können wir hier jedes Ding aufmachen? Es tut mir leid wegen gestern. Du hattest recht. Ich habe überreagiert. Es ist nur so. Es geht nicht um mich. Es geht um sie. Alles, was ich mache, mache ich mit ihrem besten Interesse im Hinterkopf. Ich schätze, ich habe immer geglaubt, dass es in einer imperfekten Welt einen Wert nach Perfektion zu streben. Ach, jetzt fange ich an, wie mein Vater zu klingen. Ich werde noch an meinem Temperament arbeiten. Versprochen. Wir reden später weiter. Ich liebe dich. Gut, dass du es eingesehen hast. Hier ist nichts. Ich glaube, es könnte eine ganz schöne Weile dauern, bis wir hier jede einzelne... Die ist zu. Okay. So, was haben wir hier? Aha. Gibt es hier Licht? Oh. Was zum... Gibt's hier Licht? Ah, hier gibt's Licht. Was zum Teufel? Oh. Hallo Maus. Muss ich jetzt alle wieder? Nein, okay. Hoch oder runter? Ich glaube, ich gehe erst hoch. Ich gehe erst nach oben. Boah, diese hässlichen Bilder. Oh, das da oben ist richtig hässlich. Das hier. Das da. Uah. Oh, Schlückchen Wein. Noten. Können wir spielen? Das klingt ganz gut. Ich sag's dir. Okay. Hab die ganze Nacht gearbeitet. Weck mich nicht auf. Buh. Ach du Scheiße. Das neue Gesicht der Musik. Eine Nacht in der Oper wird eine Nacht zum Erinnern. Mag zwar noch kein bekannter Name sein, aber warten Sie es nur ab. Die unglaubliche, begabte Multi-Instrumentalistin gab letzte Nacht eine verblüffende Vorstellung, durch die sie selbst die passioniertesten Zweifler überzeugen konnte. Sie war einfach erstaunlich. Solch Leidenschaft, Energie und Fähigkeit habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen, äußerte sich der berühmte Pianist Daniel Richter. Er war nicht der Einzige mit seinem Lob. Es scheint, dass sogar Anthony Gillis, einen der schärfsten Kritiker von sie endlich in einem anderen Licht sieht. Von Gillis war man bisher eher geringschätzige Kommentare über die Künstlerin gewohnt, wie zum Beispiel, es gehört mehr dazu, Musik zu machen, als bloß Enthusiasmus und ein hübsches Gesicht. Nach der
gestrigen Vorstellung darauf angesprochen, ob er seine bisherigen Kommentare bereue, erhielten wir von Herrn Gillis einen Gesichtsausdruck, der lediglich als eine Mischung aus Ehrfurcht und Peinlichkeit gedeutet werden konnte. Auf erneutes... Wie kann ich hier umblättern? Kann ich hier umblättern? Nein. Nein, geht nicht. Auf erneutes. Und da ist Schluss. Okay. Da ist nix. Die Musik ist aus. Schade. Ey, das ist ja hier so ein Lesemarathon. Galactics große Eröffnung in Flammen. Verheerender Brand im neuen Kaufhaus. Dutzende kämpfen noch um ihr Überleben. Ui. Die lang erwartete Eröffnung des neuen Galactic Kaufhaus wurde eine Hölle auf Erden. Als ein Kabelbrand das Gebäude in Flammen aufgehen ließ, während es der Mehrheit der Besucher... Ach, da war ein Punkt. Oh Gott. Während es der Mehrheit der Besucher gelang, die Notausgänge rechtzeitig zu erreichen, wurden mehrere hundert unglückliche Besucher im hinteren Teil des Gebäudes von den Flammen eingeschlossen, ohne Chance darauf, dem flammenden Inferno zu entkommen. Die genaue Anzahl der Verletzten konnte jedoch nicht bestimmt werden. Jedoch gehen Schätzungen davon aus, dass mindestens ein Dutzend Personen schwer verletzt wurden. Der Besitzer des Galactic, Ronald Sheffield, hat bisher jeglichen Kommentar zu dem tragischen Ereignis abgelehnt. So ein ist es also. So, da können wir nichts machen, hier können wir nichts machen. Ich muss die Nase kratzen. Ein Gehstock. Entschuldige, konnte nicht schlafen. Das Bein hat wieder Ärger gemacht. Dachte mir, ich könnte genauso gut etwas arbeiten. I love you. Was für Kleider hat er? Ja gut. Habe ich auch im Schrank. Das ist auch geil. Hier. Was haben wir hier? Abgeschlossen. Okay. Dann, was war das? Oh, was ein hässliches Bild. Das ist doch das gleiche, die gleiche hässliche Fratze, die auch im Flur hängt, oder? True Story. Aha. Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Ich habe einen Key. Es tut mir leid, ich mach's wieder gut. Heute Nacht geht es nur um dich, um mich. Lass es uns zu etwas Besonderem machen. Du hast es versprochen. Okay. Ja, gut. Grimms Märchen waren doch schon immer ein bisschen grausam, ne? Mein lieber Freund, lass mich dir eine Frage stellen. Hast du völlig deinen gottverdammten Verstand verloren? Ich weiß, dass du im Moment eine schwere Zeit durchmachst. Ich verstehe das wirklich, weshalb ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich diese Illustrationen malen zu lassen. Auch der guten alten Zeiten wegen. Ich habe dir sogar ganz bewusst eine ganz triviale Aufgabe gegeben, weil ich dachte, Rotkäppchen wäre etwas, das du im Schlaf zeichnen könntest. Womit ich nicht gerechnet hatte, war dieser verrückte Zündstoff für Albträume, den du für eine gute Nachtgeschichte für Kinder eingereicht hast. Eher friert die Hölle zu, als dass ich das benutze. Und ich bereue es sehr, dass ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich im Voraus zu bezahlen. Bitte komm mal wieder klar. Dein alter Kumpel Liam Brickstone. Verlagshaus Geflüsterte Geschichten. Ach, okay, das war das hier. Ja, gut, also. Ich finde, er übertreibt. Was haben wir hier? Nichts mehr. Okay. Ah, Glas. Das finde ich ganz cool. Die Soundeffekte beim drüberlaufen und so, ist nicht schlecht.
So, was haben wir hier hinten? Hallo Ball. Ja, wenigstens denkt hier kein so hässliches Bild. Was haben wir hier? Ist hier irgendwas? Nein. Das hier können wir. Ach, das schönste Spielzeug für Kinder. Okay, durchgemalt, durchgestrichen. Spielzeug, Spielzeug, nochmal Spielzeug. Teddy, oh, Puppen. Oh, ich hasse Puppen. Ich hasse Puppen. So, also den Schlüssel hätten wir. Hier oben haben wir eigentlich auch alles, wenn ich das jetzt... Hä? Ey, das Bild ist weg. Das Bild... Okay. Komisch. Okay, das Bild wurde abgehängt. Sehr geehrter Herr, wir bitten Sie höchstens darum, unsere Schädlingsbekämpfer nicht wieder zu belästigen, sowie den weiteren höchst unangemessenen Schreiben an uns Abstand zu nehmen. An dieser Stelle möchte ich Sie darauf hinweisen, dass meine Mutter eine äußerst respektable Dame ist, die nicht besonders gütig auf derartige Anschuldigungen reagiert. Alle unsere Mitarbeiter, die ihr Anwesen besucht haben, konnten keinerlei Hinweise auf einen Schädlingsbefall feststellen und entschieden sich daher zu keinen weiteren Maßnahmen aus einer lediglich prophylaktischen Giftausbringung. Wir bitten Sie, dieses Schreiben als unsere letzte Warnung anzusehen. Andernfalls wird der nächste Brief, den Sie erhalten werden, von unseren Anwälten stammen. Mit freundlichen Grüßen, Carl Denton, Firma Schädling, bla bla bla, Schädlingsbekämpfung. Okay. Prophyl. Ich finde, die Dinger manchmal vorzulesen, ist gar nicht so einfach. So, die sind so... Oh, sollen wir jetzt da reingehen? Den Schlüssel haben wir, aber ich will erst mal schnell in den Keller gucken. Oh Gott, ist es dunkel. Oh Gott. Ich sehe hier gar nichts. Kann ich das hier ein bisschen... Oh nein. Ich müsste neu starten, ist ja blöd. Gibt's hier keinen Lichtschalter oder so? Report Card. Zeugnis. Lesen. 3, 4, 5, 3. Schreiben. 4, aha. Sport. Vom Unterricht entschuldigt. Notendurchschnitt. 4, 4, 4, 3. Ja, hey. Okay, das hier ist alles echt... dunkel. Oh, diese Ratten. Need some glasses? What? Oh, ey. Das wird bestimmt so ein Spiel, man dreht sich rum und auf einmal steht einer hinter einem. Irgendwas springt dir ins Gesicht. Abgeschlossen. Okay, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Als ins Büro zu gehen. Ah, ne, im Büro waren wir. Ah, unser
Unser Atelier. Oh, so ein paar Stifte. Zu. Ein paar Fläschchen. Oh, ein paar mehr Fläschchen. Ich habe so satt, dass wir uns über diese Zettel unterhalten sollen. Um Gottes Willen, wir leben im selben Haus. Komm da raus und rede mit mir, bevor du dich schlafen legst. Tja, für sowas gibt es heutzutage WhatsApp. So, haben wir hier noch irgendwas? Ja, hier. Okay, ist leer. Nee, doch, ja. Okay, dann. Warum ist die. Habe ich die wieder zugemacht? Was war das jetzt? Kann ich irgendwas machen? Nein? Okay. Ach Gott, okay. Jetzt geht's los. Aha. Lichtschalter. Also anscheinend sind wir ein Maler, der ein Bein verloren hat. Just out of the reach. In your face. Alter. Der hat gesessen. Der hat echt gesessen. Hallo. Ich finde es ganz cool mit diesen. Veränderten. Going in circles. Mit diesen verändernden Umgebungen. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, wir möchten Sie höflich, dennoch auch strengstens dazu anhalten, Ihre Stimmen während der Nacht zu zügeln. Ihre ehelichen Probleme sind, obwohl höchst unerfreulich, eine private Angelegenheit und sollten dies auch bleiben. Ganz bestimmt jedoch gehen Sie uns nichts an und besonders nicht unsere Kinder. Bitte ziehen Sie in Erwägung, dass nicht jeder hier ein freischaffender Künstler ist. Einige von uns müssen früh aufstehen und für ihren Lebensunterhalt arbeiten gehen. Wir brauchen unseren Schlaf. Weiterhin müssen wir Sie warnen, dass sollten diese Dinge so weitergehen wie bisher, wir uns dazu gezwungen sind, die Polizei zu rufen. Hochachtungsvoll, ihre äußerst müden Nachbarn. Also es gab nicht nur Clinch intern, sondern auch nach draußen. Oh, ich mag es, wenn Türen abgeschlossen sind. Da komme ich nicht hin. Okay, was haben wir hier? Wir machen mal Licht an. Okay. 4, 8, 5. Okay. Kann ich jetzt raus? Muss ich mir das merken? Merkt euch das Datum. Wir Blabla wünschten sich das Vergnügen, eure Gesellschaft zum Feiern ihrer Trauung am Samstag, den 19. Juni, in der St. Lukas-Kapelle um 14 Uhr. Muss man sich sowas merken? Nee, oder? 9. Juni. Code. 485. Hier,
5. The past holds back. Look closer. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Alter, da ist eine Tür. Wo kommt die Tür her? Okay. Komm ich... Nein, okay. Du hast in meinem Studio... Du hast in meinem Studio rumgeschnüffelt, schon wieder. Zum letzten Mal. Du hast in diesem Raum nichts verloren. Selbst dann nicht, wenn die Tür offen steht. Ich verbiete es. Das ist deine letzte Warnung. Nächstes Mal wirst du dich nach einer neuen Arbeit umsehen müssen. Holla. Na, hier. Okay, da ist nix. Mhm. Wow. Soll ich mich hier noch umschauen? Aber ich weiß nicht so recht. Gibt es einen Lichtschalter? Nein. Irgendwie traue ich diesem Spiel überhaupt nicht. Hey. Irgendwas? Nein. Diese Musik im Hintergrund macht mich jetzt schon wieder kirre. Alter. Was für eine fiese Scheiße. Meine Liebe, obwohl du noch nicht einmal geboren wurdest, kann ich bereits deine Anwesenheit spüren. Es ist einfach wundervoll. Ich kann einfach nicht begreifen, welches Glück ich doch habe. Vor einem Jahr, da hatte ich nur Talent und Ambitionen. Heute habe ich entgegen allen Erwartungen eine Karriere, einen mich liebenden Ehemann und dich. Ich bin noch nie so religiös gewesen. Vermutlich habe ich das, was andere in einer Predigt suchen, bereits in der Perfektion meiner Kunst gefunden. Doch nun, ich kann es nicht anders ausdrücken, nun habe ich ein Gefühl, als würde eine höhere Macht über mich wachen. Man sagt einmal zu mir, dass ich es niemals als Musikerin schaffen würde. Doch heute spiele ich ausverkaufte Konzerte in einigen der angesehensten Hallen des Landes. Außerdem sagten sie mir, ich hätte einen schwierigen Charakter und dass ich niemals einen Seelenverwandten finden würde. Ratet noch einmal, als wäre das nicht genug gewesen. Sagt mir einmal ein Arzt, dass ich niemals eigene Kinder haben könnte. Und dennoch, hier bist du in mir. Ich bin wahrscheinlich die glücklichste Frau auf der Welt. Ich liebe dich so sehr. Okay. Ah, hier ist der Lichtschalter. Oh. Okay. Genau das sind so Dinge. Du drehst dich um und hast es voll im Gesicht. Na gut. Wo komme ich jetzt hin? Okay. Anderes Bild. Und warum hat das Ding hier eine Puppe auf dem Geweih? Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Nein. Okay. Dann gehen wir mal diesen langen, unheimlichen Gang entlang. Mit diesen ganzen komischen Bildern an der Wand. Farbentiefe Lügen.
Now a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. I'm not that wrong. Okay. Oh. Ich trau dem Spiel keinen Meter, ey. Kann ich hier irgendwas machen? Warum rennen die ran? Oh. Mei. Wenn ihr sonst nichts zu tun habt. Oh. Ich wusste es, du drehst dich um und irgendwas springt dich an. Kann ich hier? Hier hat man schon. Hat sich jetzt irgendwas geändert? Nö. Bis auf das Bild und so. Hallo. Nein. Auch mal. Nö. Auch nein. Hier ist nichts, nur ein Durchgang. Okay. Hello. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times, and yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Bin irgendwie froh, dass die Türe zu war. In welche Richtung gehen wir denn? Okay, hier ist zu. Das vereinfacht die Sache ein bisschen. Hier hängen echt komische Bilder. Ich fand es jetzt hier schade, dass dieser Sound so abrupt geendet hat. Stand noch was an der Wand. Verdammt. Ah. Springt mich hier gleich irgendwas an? Hey. Apfel. Das zu? Da fliegen Äpfel aus der Wand. Will ich da hin? Ultra dunkel. Was zum... Ich hab doch gar kein Mais gegessen.
Kann ich hier raus? Nein. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Oh, echt jetzt? Kann ich hier bitte aus der Küche raus? Danke. Ich bin in meinem Atelier. Lag der vorhin auch schon da? Tief durchatmen. Denk daran, du bist ein Profi. Es sind nur die ersten Pinselstriche. Danach bist du über dem Berg. Was ist daran so schwer? Hass, selbst jetzt verloren. Du verdienst es. Beende es. Okay. Okay, das ist der Satz der. Aha. Ah, das sind die Kapitel, oder? Aha. Was steht hier oben? Shapeless Dreams. Ja, ich hoffe, euch hat dieser Ausflug in eine Künstlerwelt gefallen. Und ich hoffe, ihr seid natürlich beim nächsten Part auch wieder dabei. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ist es jetzt, glaube ich. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.